Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video dreht es sich um die Musik der britischen Band namens Gunship. Das retrofuturistische Musikprojekt wurde im Jahr 2010 gegründet. Mit ihrer Liebe für die 80er Jahre erschuf das Trio eine analoge Klangwelt, die mit einem modernen Touch zurück in die Vergangenheit begleitet. Auf dem gleichnamigen Debütalbum, das im Jahr 2015 über InGrooves erschienen ist, hat mich die Band mit ihrem nostalgisch-traumhaften Synthwave absolut überwältigt. Nachdem 3 lange Jahre vergangen sind, wurde das zweite Album von Gunship im Jahr 2018 über die InGrooves Music Group veröffentlicht. Zu meiner Ärgernis habe ich nach dieser langen Wartezeit gar nicht mehr so wirklich damit gerechnet. Deshalb ist die Freude auf dieses kleine Päckchen exorbitant groß. Die Kompaktdisc habe ich über den Händler Marvelio bestellt und hatte bis zur Zustellung eine Wartezeit von 2 Wochen. Der Preis lag bei 14 Euro inklusive Versandkosten, meines Erachtens vollkommen angemessen. Dann schaue ich mal, ob der richtige Tonträger bei mir eingetroffen ist. Ihrem musikalischen Stil bleibt Gunship auf Dark All Day treu und wird verfeinert durch die Einführung von Saxophon und 80er Jahre Gitarren. Das Cover Artwork ist mit dem Debütalbum stilistisch nicht zu vergleichen. Als große Überraschung spielt Timmy Chapello, bekannt aus dem Film The Lost Boys, für einige Songs das Saxophon. Für mich als Kind der 80er ist diese Wiederbegegnung ein großes Sahnehäubchen auf dem neuen Album von Gunship. Ich persönlich finde, dass Dark All Day geradezu nahtlos an das Debüt anschließt und die Reise zum Mittelpunkt der 80er Jahre fortsetzt. Es gibt nur wenige Interpreten in meiner Sammlung, die ich mehrmals ohne zu skippen durchhören kann. Gunship gehört definitiv dazu. Ihr könnt mir gerne euer Fazit zum aktuellen Album in die Kommentare hinterlegen. Alle anderen Kommentare sind natürlich auch herzlich willkommen. Am Ende dieses Videos werde ich kurze Soundsamples von den beiden Kompaktdiscs, die ich von Gunship besitze, einblenden. Musikvideos und zur offiziellen Homepage von Gunship verlinken. Für diejenigen, die den Film The Lost Boys nicht kennen, werde ich ein Musikvideo von Timmy Capello und den Trailer zum Film verlinken. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, viel Spaß bei den Hörproben und bis zum nächsten Mal. Euer Klangabstrakt